Hallo, grüß euch. Heute werden wir einen Gnocchi machen. Ja, Kartoffelteig steht dann für alles, was du an Kartoffelteig brauchst. Also ich würde sagen, das ist, glaube ich, das Interessanteste, dass wir mal einen Kartoffelteig besprechen, worauf es ankommt, dass er gelingt. Wir machen als erstes eigentlich die Salbebutter, setzen wir an, beziehungsweise Tomatensalbebutter. Und dann machen wir Kartoffelteig und Gnocchi dazu. Ja. Wir dann Knoblauch fein schneiden, da braucht man nicht allzu viel. Schalotten will ich ein bisschen mehr. Ja, die haben wir geschält, ich lasse aber den Strunk dran. Das ist wie Zwiebel schneiden. Da gibt es ja auch andere Videos, wo man nur Zwiebel schneiden lernen. Dann brauchen wir ein Stück Butter. Und wir brauchen dann nicht warten, bis das heiß ist und scharf anbraten. Das brauchen wir bei einem Steak oder bei irgendwas zum heiß anbraten. Ich tue da alles da drinnen vorbereiten. Butter, Knoblauch, noch gar nicht eingeschalten. Weil ich richte mir da noch was her. Und zwar die Tomaten. Da habe ich geschälte Tomaten. Da habe ich den Strunk rausgenommen. Habe ein bisschen so die Haut kreuzweise eingeritzt. Und habe das in die Oberst gestellt und habe da mit Wasser, kochendem Wasser, Wasserkocher, der fast jeder zu Hause, übergossen. Und gewartet, bis das übergeht. Und nach einer Minute, eineinhalb, kalt machen. Dann lassen sie die super schälen. Dann sind sie so wie die, wie Tomaten, nur geschält und ohne Strunk. Die tun wir jetzt würfeln. Das tue ich nicht rein, weil sonst kann das nicht anschwitzen. Ja? Salbe haben wir da, den tun wir auch ganz eine Minute hinein. Also jetzt haben wir auf stark gelassen, das einmal aufzischeln. Und dann tun wir schon zurückdrehen, lassen es noch ein bisschen schwitzen. Salbe holen wir uns schon mal da her und können wir da ein bisschen noch besser abzupfen. Das hat ganz leicht Farbe genommen. Also so eine zartgoldene Farbe. Ich tue den schnell drüber schneiden, der gehört gar nicht ganz klein, den will ich durchaus sehen. Die Hitze habe ich da jetzt reduziert. Und dann mal da hinein. Jetzt gehen wir wieder auf mit der Hitze. Weißwein, Tomate. Na, geben wir ein bisschen Gas. Salzen, ich mache das immer mit der Hand. Pfeffer. Wir tun da jetzt ordentlich noch Butter dazu. Weil wir wollen ja Salbe, Butter. Nebenbei lasse ich das schon ein bisschen dahin dünsten, damit sich das konzentriert. Und jetzt kümmern wir uns gleich mal um den Kartoffelteig. Oder die wichtigste Info ist, mehlige Kartoffeln ist die richtige Sorte. Wir haben das klassisch gelernt, wenn du die Kartoffeln verarbeitest zu was, zu einem anderen Produkt, wenn man so wie mehlig, wenn es die Kartoffel als Kartoffel ist, speckig. Am besten, am einfachsten, am leichtesten, wenn man das noch nie gemacht hat, nehmt gekochte, gut kalte Kartoffeln. Es gelingt leichter. Warum? Mit warmen, frischen, heißen Kartoffeln genau gleich, aber da darfst du ja keine Pause drin machen. Weil die Wärme beim Abkühlen macht eine Art Kondenswasser und dann wird dir das jedes Mal pickig. Und das ist ja der einzige, finde ich, die einzige Sache, die dir beim Erdäpfelteig nerven kann, ist, dass er zum Picken anfängt. Ja? Also. Mehlige, gepresste, gekochte Kartoffeln. Auf jeden Fall ist das der Kochlöffel für Erdäpfelteig. Der mit dem Loch, werden sich viele gefragt haben, was ist mit dem Loch? Dafür ist der. Was der Kartoffelteig also nicht will, ist viel bearbeitet werden. Also jetzt tun wir mal die Sachen rein, die reinkehren. Da haben wir Butter. Schauen wir mal, vielleicht brauchen wir es noch, vielleicht nicht. Dann habe ich da zwei Dotter, die habe ich schon außer da. Dann gebe ich aber noch ein ganzes Ei rein. Nur Dotter macht es noch geiler. Ja, nur Dotter. Ja, aber dann, was macht man dann mit so vielen Sachen? Da brauchen wir jetzt auch Salz. Dann habe ich da einen Hartweizengrieß. Da habe ich griffiges Mehl und da habe ich ein bisschen Stärke. Die Stärke hilft dann nur einmal, dass das schön hält. Darum den tun wir jetzt ein. Es ist ja voll wenig. Wenn ich jetzt Mundnudeln mache, dann nehme ich ein bisschen mehr. Wie gesagt, das muss man nicht, aber ich tue jetzt einmal 4 Esslöffel rein und zwar gescheite von der Oma und dann nehme ich griffig und Hartweizengrieß. Und noch einmal, es wäre super, wenn sie Hartweizen nicht kriegt, geht auch nur griffig. Ja? Sie werden einfach mürber mit Hartweizengrieß. So, und jetzt einmal mischen. Gut, ganz homogen ist das immer noch nicht. Stört uns nicht, es kommt eh noch ein Schritt. Und zwar drücken und nicht kneten. Und jetzt tun wir das da umdrehen. So, und jetzt sage ich euch, was gemeint ist mit drücken statt kneten. Ja, zusammendrücken
wenden, mit den Fingern so auseinander ein bisschen. Noch einmal. Schau, dass ich alles erwische, was ich da nicht gescheit erwischt habe. Tue ich noch einmal umdrehen. Noch einmal so. Fertig. Ja, vielleicht müsst ihr es nur ein, zwei Mal machen. Das kommt darauf an, wie gut ihr es vorher gemischt habt. Jetzt haben wir da den Teig. Ziemlich homogen, nicht total. Jetzt brauchen wir was zum Stauben. Dann tun wir sie sowas runterstechen. Dann rolle ich das jetzt noch. Warum? Es ist leichter zum Portionieren denken. Und jetzt stechen wir uns gleich große oder halbwegs gleich große Stückeln runter. Aus den Stückeln kann man jetzt auch noch mal ein bisschen drüber stauben, nicht zu viel. Das ist nur, dass sie jetzt nicht viel zusammenpicken. Jetzt machen wir eine Kugel. Ja, und ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich lasse am Anfang richtig die Hände aneinander reiben. Den Platzen muss ich natürlich lassen fürs Kugel. Und je mehr sie das zum Kugel formt, umso mehr lasse ich den Platz fürs Kugel. Dann müssen wir es da drüber rollen. So, da nehme ich jetzt einen Hartweizenchrist. Kriegt man nicht überall, aber sucht sich einen Spezialitätenladen. Da kann man den Gnocchi formen. In Italien, unser Urlaubsatz, das kriegst du dann 3-4 Euro. Da gibt es so Brettern, die haben lauter Rillen. Ja? Und das ist wie ein Gnocchi-Bretter. Aber wir brauchen eine Gabel. Die kann man das ersetzen, weil das sind ja ungefähr Rillen. Also original kann man sich so ein Bretter damit kaufen und geht eine Spur leichter, weil das ein bisschen länger ist. Zeit. Der Schmäh ist, ich will auf der einen Seite eben Rillen und auf der anderen Seite will ich eine Mulde. Ja? Und jetzt ist nur eins wichtig, ich will dann jetzt ausziehen, dann reiße ich es vielleicht auf, ich habe das jetzt vorsichtig gemacht, sondern ich tue das so ein Loch drucken und dann gehe ich mit dem Finger eigentlich mit. Und das macht man relativ weit unten, damit das Gnocchi jetzt auch nicht so weit fliegen muss. Ne? Das kocht schon. Also, ein bisschen drehen wir zurück. Allerdings, wenn wir die Gnocchi reingeben, die tun auch wieder die Temperatur dämpfen. Und natürlich Salz ins Nudelwasser. Mehr oder weniger ist es ja fast wie Nudelkuchen. Das heißt, nicht zu wenig. So, da, sehr gut. Eine geben. Eher weiter unten, also nicht jetzt da reinplumpsen lassen von oben. Das ist eh, die Teigkarten kann eh das Wasser berühren, ist ja kein Problem. Ja, es beginnt schon zu wallen, drei wieder zurück. Es soll nur wallen, wallen reicht. Jetzt ist er unten und wenn er gegart ist, wird er oben sein. Wenn es alle schwimmen, dann lasse ich das schon einmal aufwallen. Also ich muss sagen, wenn es oben sind, sind es zu 60-70% fertig, nicht fertig. Da haben wir ausreichen. So, dann tun wir das in die Salbeibutter rein. Dann müssen wir es anrichten. Na ja, so eine Pfanne fahren wir lieber mit was Weichen rein. Salbei. Kornblumen habe ich da im Kühlschrank gefunden. Und Parmigiano. Gnocchi. Salbei-Tomatenbutter haben wir da. Viel Spaß.